Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und ja, genau Leute, wir waren ja beim letzten Mal hier und... Was ist das denn? Ah, da habe ich einen Bürger gerade mitgenommen. Genau, wir waren beim letzten Mal hier in Portugal gelandet und sind im Industriezeitalter angekommen. So, dann repariere das mal bitte. Und genau, Leute, wir bauen hier gerade unsere Armee auf, schön hier mit Kanonen, mit Reitern, mit Infanterie, mit allem möglichen geilen Zeug, wirklich, Leute. Und ja, falls ihr ein kleines Rauschen im Hintergrund hört, ich habe einen Ventilator angemacht, weil, ja, das ist wieder zu warm geworden, Leute, wirklich, also draußen gefühlte 35 Grad. Und ja, keine Ahnung, also ist dein letztes Stündlein hat geschlagen, okay? Sehr interessant, Leute, wirklich. Und ja, wie gesagt, wir sind England und wir führen Krieg gegen Napoleon. So, eine große Franzosentruppe steht zwischen ihnen und Talavera. Besiegen sie sie und auch die Garnison in der Stadt. Wo ist denn Talavera? Ist das hier Talavera? Mittelalterstadt. Oh mein Gott. Oder ist das das hier? Es könnte auch das hier sein. Valladolid. Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Aber... Oh. Wir können schon keine Einheiten mehr bauen. Okay. Ah doch, wir können hier noch ein paar Pferde bauen. Dann mach das mal. Mach mal drei von jedem noch. Und dann würde ich sagen, die wollen wir direkt mal angreifen hier. Minister, genau. Wir sagen Georg. So, Nahrungsmittel Eisen. Wir haben kein Gold. Wir haben hier Steine, die brauchen wir nicht. Bam, 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 bam. Genau, da waren die Schiffe. Wir sind ja von hier oben England. Sind wir ja hier runter gesegelt. Genau, beim letzten Mal. Und ja, Leute, ich warte jetzt noch auf die Reiter. Gut, dann mach nur noch diesen einen Kürassier fertig. Wegen dem Bevölkerungslimit. Ach, Moment, Bevölkerungslimit. Das können wir ja auch hier ja, hochsetzen, ne? Bevölkerungslimit. Hier allgemein. Bevölkerungsgrenze, genau. Da brauche ich 9 Punkte für. Ich glaube, nach der nächsten Mission wird es soweit sein. Ah, ich glaube, einen kann ich sogar noch hier. Gut, dann mach noch einen Dragoner. Die Dragoner, Leute, das sind nämlich Reiter, die können schießen. Genau, wir haben ja jetzt die Gewehre. Aber währenddessen kann ich schon mal hier die Kanonen kann ich schon mal hier gruppieren als Team 2. Ganz genau, ihr setzt euch mal in Bewegung, bitte. So, haben wir hier irgendjemanden, der Gold braucht? Ich glaube, die, oder? Ja, aber die sind schon Folge. So, der braucht auch Gold. Ja, dem noch dem mal, dass er ein bisschen mehr aushält hier. Und ja, dann haben wir das doch schon. Und wo ist eigentlich der König? Haben wir hier keinen König oder so? Keinen nervigen König? Nee, aber nicht. Okay, gut. Dann, Leute, geht mal los. Bam, 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 bam. Diese Musik, ey, wirklich. So, ihr könnt ja schon mal das Tor hier aufschießen. Oh, Turm, Turm. Schnell kaputt machen, bitte. Oh, ich mach schnell die Tür. Och, du Scheiße, raus da. Wir müssen raus. Ach, du Heilige. Boah, haben die eine große Range, Leute. So, kaputt machen die Kacke, bitte. Schneller. Schneller, bevor der euch kaputt macht. Ach, gut, Leute, alles klar. Taka war eiskalt mit Türmen, ey. Es ist ja unglaublich. So, Leute, wir schießen das auf. Das ist auch noch Mittelalter hier, ne? Bam. So. Ja, die werden den Tag verfluchen. Oh, was geht denn hier ab? Wer schießt uns da? Ach du Scheiße. Okay, Leute, raus da, raus da. Ihr müsst da raus. Lasst einfach die Türme den Dings da kaputt machen. Alles klar. Sie werden den Tag verfluchen. Genau so sieht's aus. Und da ist noch ein Turm. Verdammt nochmal. Da ist noch ein Kackturm hier. Gut, dann schießt da drauf da los. Schneller, 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 schneller.
So, da haben wir noch ein paar Nahkampfeinheiten. Sehr gut. Ui. Ui. Okay, dann. Hallo, ihr sollt hier. Spanische Rebellen. Was ist mit denen? Ach, die helfen uns jetzt, ne? Stimmt, Leute. Das ist leider, weil die Cutscene da gerade ja, geskippt wurde. Aber ihr fahrt mal bitte hoch und helft denen. Die kämpfen jetzt, glaube ich, gleich gegen die, ne? Genau, die kämpfen gegen die. Oh. Eine dringende Nachricht. Die spanischen Rebellen wollen die Franzosen selbst angreifen. Ja, das ist blöd, was die da machen. Die können nicht auf uns warten. Das ist. Ja, die können nicht auf uns warten. Ja, das kommt dann davon, wenn man nicht wartet, Leute. Wirklich. Ach, verdammt. Gut, dann helft denen halt. Ja, zu spät. Scheiße. Zu spät. Ja, super. Ja, gut, aber dann, geht einfach weiter. Los, die haben keine Chance gegen euch. Wirklich nicht. So, alles klar. Dann macht die alle kaputt hier, los, diese ganzen Kanonen da. Oh, Age of Empires Style. Cool. So cool. Wirklich. Gut. Ihr macht mal weiter. Die ganze Kacke hier kaputt. Was ist das denn da? Da ist noch eine Kanone. Da sind noch Kanonen da hinten. Okay. Ja dann. Macht die kaputt. Hier weiter kaputt machen. Los. Einfach durchfressen. Ah. Sehr schön. Wir dürfen nicht nachlassen. Auf nach Toledo. Und danach Salamanca. Toledo und Salamanca. Ah, ich verstehe, Leute. Was? Die haben noch Eisenzeithäuser? Aber gut, Leute. 5 Punkte. Ich spare die Punkte. Für mein Bevölkerungslimit, ganz genau. Als nächste Truppe müssen sie bei Salamanca, die bei Salamanca besiegen. Unterwegs können sie auch Toledo befreien. Ja, würde ich sagen, machen wir das doch. Wir sind zwar angeschlagen, aber wir können noch weiterkämpfen hier. Oh, schaut mal. Mittelalter Burgfried. Wieder mit dem schönen Glasdach. Ja, Logikfehler, ich weiß, aber gut. Ich hoffe, hier steht keine Mauer, Leute, oder keine Türme. Oh Gott. Oh Gott, noch was viel Schlimmeres, Leute. Da stehen Einheiten. Ja, gut. Das ging aber relativ schnell. Ganz genau, Leute, für St. Georg machen wir das Ganze. Genau, macht die Franzosen kaputt hier. Los, French. Ah, perfekt. Auf nach Salamanca. Viva General Wellesley. Toledo ist frei. Perfekt. Ah, oh, wir haben 10 Punkte. Sehr schön. Da können wir endlich das Bevölkerungslimit mal erhöhen hier. So, Bevölkerungsgrenze. Zack. Und ja, Leute, geht's euch gut? Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Ja, wie gesagt, hier ist es draußen wieder unerträglich heiß geworden, finde ich. Und ja, wenn ihr das seht, wahrscheinlich nicht mehr. Aber da ich es an Sonntag aufnehme, ja. Gut, Leute. Macht einfach mal aggressives Marschieren. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet in Salamanca. Auf jeden Fall ein Mittelaltergebäude, okay. Ah, da, da. Alles klar, da oben, Leute. Och, du Scheiße, das sind aber ganz schön viele, du. Das sind viele, ja. Wo sind meine Kanonen? Da hinten sind meine Kanonen. Ah, die haben Karabinerschützen. Dragoner zumindest, ja. Dragoner haben sie. Ach, du Scheiße. Das hat nicht geklappt. Wow. Okay, das hat nicht geklappt, Leute. Mach dieses Pferd weg. Oh nein! Oh, ich hab nicht gespeichert. Ich Idiot. Ja gut. Komm, dann... dann machen wir das Ganze nochmal 9 Minuten wieder verschwendet. Ja, das tut mir jetzt leid, Leute. Das tut mir jetzt leid, aber gut. Ah, wie gesagt, da ist doch ein General dabei. Aber wo ist denn der? General Wellesley. Dragoner? Kürassier? Moment. Die können wir nochmal aufrüsten. So, wo ist denn der General hier? General Wellesley. Darf ich behilflich sein? Wo ist dieser blöde General? Ich check's gerade nicht. Ja gut, egal. Leute, ja, wir machen jetzt einfach das Ganze nochmal von vorne. Das war ja nicht weit weg. So,
Aber wo ist dieser General? Das verstehe ich gerade nicht. Tut mir leid. So, Leute. Gut. Haben wir hier noch... Können wir hier noch was irgendwas bauen? Gold und Holz, ne? Ne, Eisen und Holz? Was? Ach, verdammt. Egal. Ja, das ist nicht einfach, muss ich sagen. So, wo ist dieser General Wellesley hier? Da ist er doch. Sir Arthur Wellesley. Gewiss doch, ja. Der muss, auf den müssen wir aufpassen. Ja, der ist wahrscheinlich wieder als erster vorangerannt hier. Verdammt nochmal. 4000 Hitpoints, auch nicht schlecht. So, gut, nee, dann warte ich jetzt noch auf den Reiter und dann gehe ich nochmal hier runter. Jetzt weiß ich ja, was da Sache ist. Ja. Gut, dann kann ich aber schon mal die Kanonen hier nehmen, die Anti-Gebäude-Kanonen und mach die Kacke da mal kaputt. 5 Stück, ja. 5 Kanonen hier. Los. Das ist wieder Spielgeschwindigkeit, ne, oder? Oh, Moment, kann ich das... Ah, verdammt. 9 und... Wie viel... Shit, die haben auch 9. Ah, nein. Ja, die halten aber viel aus. Schaut mal. Die halten schön viel aus hier. Dann machen wir das schon mal auf. So, und der Rest, der kann mal nachkommen. So, Leute. Ihr macht bitte das Tor auf. Bam. Rums. Schaut euch das an. Schöne Kanonenkugeln hier. Batz. Batz. Aufmachen. So. Alles klar, Leute. Und der General auch, bitte. Gut. Dann sind die hier Team 3. So, dann machen wir das hier nochmal. Das war ja nicht schwer. Ne? Ah! Ach, verdammt. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Oh, Mann. Ich hab's vergessen, dass hier noch überall diese Türme sind. Ja, okay, dann. General Wellesley, komm mal her. Kannst du heilen? Nee, kannst du nicht. Schade, Leute. Wir werden angegriffen. Wo denn jetzt schon wieder? Ach, das ist doch dieser Turm da. So, kaputt machen, bitte. Der trifft auch noch, ne? Ja, ist egal. So, wegmachen. Und hier unten bitte wegmachen gleich. Hier waren ja keine Einheiten drinnen, ne? Hier waren ja nur die Türme drinnen. Da, ganz genau. Da vorne. Kaputt machen. Oh, es macht er kaputt. Ja, die treffen nicht. Das ist halt die Ballistik jetzt hier, ne? Oh mein Gott, mach doch schneller. Gut, jetzt treffen welche. Sehr, sehr gut. Alles klar, mach das kaputt hier. Los. So. So, genau, Leute. Das war nämlich alles, was wir hier unten machen mussten. Und jetzt können wir vielleicht sogar die spanischen Rebellen hier unterstützen, ne? Mit Arkebusen und Grenadiere, ja. Jetzt können wir die vielleicht sogar unterstützen. Das ist doch mal ganz gut. Dann unterstützt die mal, los. Ihr sollt... So, alles klar. Habe ich da einen Bürger bei? Nee. So, ja, ist okay. Dann greifen wir die jetzt zusammen an, Leute. Das sieht nämlich schon besser aus. Alles klar, dann würde ich sagen, speichere ich das einfach nochmal. Abbrechen. Nee, hier, speichern. Briten, zack. So. Gut, Leute, damit wir den Kack nicht nochmal wiederholen müssen, ey. Guck mal, das sieht doch schon ein bisschen besser aus hier. Mit Unterstützung. So, der bleibt hinten. Ja, sehr schön, Leute. Okay. Ah, hier. Okay. Gut, dann hier rein los. Zack. Da leben sogar noch welche Rebellen, seht ihr? So. Alles klar. Direkt weitergehen, Leute, weil das war ja auch nicht viel. So, direkt weiter marschieren hier. Die stehen da rum wie bestellt und nicht abgeholt, ne? Naja, gut. Okay. Das war einfach ein bisschen Unterstützung. Das ist auch mal geil. So. Und hier General Wellesley auch helfen, bitte. Und hier weiter rein. So, Leute. Alles klar. Auch die Kanonen bitte helfen.
Perfekt. Gut, Leute, dann muss ich gleich... Gut. Und direkt... Direkt da hoch, so. Toledo ist frei. Oh, das gehört sogar uns. Oder was? Nee, kann ich eh nichts machen. Ne? Schade, Leute. Gut, alles klar. Dann nehme ich jetzt wieder hier die Bevölkerungsgrenze. So. Und ja, dann würde ich sagen, speichere ich das Ding nochmal, bevor ich das wieder nachmachen muss. Genau, Leute. Und jetzt machen wir hier mal die Franzosen platt hier los. So, für St. Georg. Du bleibst bitte zurück. Mann. Immer diese Könige. Ja, habe ich es nicht gerade eben gesagt? Dass hier noch ein König fehlt. Ja, hier fehlt noch ein König. So. Oha, das ist viel hier, ja. Das ist viel. Aber wir haben Feldkanonen dabei. Bronzekanonen, ja. Die sind nämlich gut gegen Infanterie. Schaut euch das an. Hier, diese Bronzekanonen, Leute. Die sind nämlich mega gut gegen Infanterie. Und hier, die sind eigentlich gut gegen Gebäude. Ah, nein. Ah, verdammt. Mach die nicht kaputt, die Dinger. Ach, verdammt. So. Ja, er hat alles kaputt gemacht. Super. Du hast alles zerstört. Ah, perfekt. Ist Napoleons Macht in Spanien gebrochen. Ziehen wir über die Pyrenäen nach Frankreich und stellen wir sein kaiserliches Heer bei Toulouse. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Och, euer Ernst. Ich soll noch mehr kaputt machen. Ja gut. Okay, dann mache ich das bald mal. Da muss ich noch weitere Einheiten hier aufbauen. So, dann bauen wir 5 Stück davon und nochmal jede Menge Pferde. Gut, Leute. So, kann ich hier schon was bauen? Ich könnte... Nee, kann ich nicht. Verdammt. Ah doch, hier Eisenholz. Eisenholz, ach, Mann. Kanonen kann ich jetzt zumindest keine mehr bauen. Gut, da muss ich auf die Kanonen aufpassen, die ich noch habe. Oder ich könnte mal einen Arzt bauen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ein Arzt könnte hilfreich sein, ja, doch. Mhm. Alles klar. Die wollen, dass wir weiter marschieren. Oh Mann, Leute. Was ist das hier, French? Ist das Paris oder was? Sieht so aus, ne? Sieht so aus. Was ist das hier für eine Stadt? Badajoz. Mhm. Wenn das hier Portugal ist und das hier Talavera ist, dann ist das hier doch eigentlich in Afrika, oder? Straße von Gibraltar? Hm. Weiß ich gerade nicht. Ist auf jeden Fall interessant. Es ist auf jeden Fall verdammt interessant. Gut, alles klar. Wir können weitere Reiter bauen. Das ist sehr gut. Können wir gerne machen. Nehme ich gerne Reiter. So, wir haben jetzt nämlich 80%, wie ihr seht. Plus 15% Bevölkerungsgrenze. Ja, ganz genau. Und ja, Leute, geht's euch gut soweit? Ich nehme das Ganze an dem Sonntagabend auf jetzt. War 10 Tage, nachdem ich das letzte Mal gespielt habe. Es liegt daran, weil wir uns am Wochenende eine neue Katze gekauft haben. Ganz genau, Leute. Wir haben hier einen schönen Siam-Kater uns zugelegt. Und ich muss sagen, jo, schönes Tierchen. Wirklich süß. Und ja, deshalb wollten wir dem Kater ein bisschen Eingewöhnungszeit geben. Und von daher, jo, erstmal nicht aufgenommen, aber jetzt geht's weiter, Leute. Der Arzt ist soweit fertig, das ist eine Frau. Doink, doink, doink. Ey, wenn man so mit Medizinzeug umgeht, ne? Ich weiß ja nicht, also, kann das wirklich klappen? Naja, gut, egal, ich rede wieder zu viel Schwachsinn. Auf jeden Fall für die Einheiten, die Kanonen, die kann ich leider nicht heilen. Das ist natürlich... Ich könnte ein Krankenhaus da bauen, ja, aber... Müsste ich einen Bürger hochschicken? Ja, kommt. Wisst ihr was? Ich brauche mal nochmal einen Bürger und der baut mal ein Krankenhaus da oben auf. Hätte ich eigentlich auch den Arzt nicht gebraucht, ne? Na, egal, Leute. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal heilen. Gut, weitere Reiter bitte. Oh, wir haben kein Gold mehr. Ja, super. Shit. Ja, egal. Dann muss das halt reichen jetzt. Na, dann muss das reichen von der Armee her. So, der Arzt ist da. Angekommen. Und die verrichtet da ihre Arbeit. Verbannt.
Die verbindet den Reiter durch Telepathie. Ja, ist in Ordnung. Ja, das ist halt ein älteres Spiel. Das ist Logikfehler und so, ne? Kennt man ja alles. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, baut die gleich. 250 Holz. Wo sind die Bürger, die Holz hacken? Wo sind die Bürger, die Holz hacken? Verdammt nochmal. Wir brauchen mehr Holzhacker. So. Wir brauchen 250 Holz für ein Krankenhaus. Das ist heftig, ja. Stellen Sie die Franzosen bei Toulouse. Ja, machen wir. Machen wir aber gleich erst. Ich glaube, dass wir das sogar noch schaffen könnten in dieser Folge. Muss ich gleich mal gucken. So, wir haben jetzt nämlich alles fertig hier. Bürger. Was für Bürger? Ich habe doch keinen Bürger markiert, oder? Ah, doch, da oben den. Ja, gut. Darf ich behilflich sein? Ja, darfst du. Du darfst hier oben hinlaufen. Für die Stadt. Ganz genau. Gut, hier ist der Bürger. Boah, 250 Holz ist schon krass, ne? Die Holzproduktion, die ist nur sehr langsam am Kommen. Gut, bauen wir auch nochmal zwei Stück. Die kann man die Kirche reparieren. ja. Nein, das kostet Holz. Okay, egal, dann nicht. Dann lass. Das kostet auch Holz. Oh Mann. Ja gut, egal. Wisst ihr was? Ich guck mal kurz in die Einstellungen rein. Warum gibt es denn hier keine... Moment. Maximale Anzahl Sounds. Beste Audio. Hm. Warum höre ich die Pferde nicht reiten? Das ist gerade sehr interessant. Aber gut, Leute. Alles klar. Wieder Krieg gegen Frankreich. Ja, also der Emeris meinte, es könnte sich um einen insgeheimen Hass der Entwickler gegen Frankreich handeln. ich weiß es nicht. Also, dass wir jetzt hier wirklich immer gegen Frankreich, auf Frankreich eindrischen, weiß ich nicht. Also, es kann sein, es muss aber nicht sein. So. aber ich kann mir vorstellen, dass hier oben einiges gebacken ist. Deshalb, bau bitte das Krankenhaus hier hin. So. Die Rebellen, die können bitte... kann ich hier was machen? Kann ich hier was machen? Ich fürchte, sie werden das alleine schaffen müssen. Ich kann keine weitere Truppe... Ach, verdammt. Womit denn? Britische Leuchtkugel? Die Leuchtkugel ist wichtig. Hä? Okay, naja gut. Egal. Was haben wir denn hier noch? Ach, den Hafen. Ja, okay. Alles klar, wenn das Krankenhaus fertig ist, hole ich mir die Kanonen. Oh, die wurden geheilt, komischerweise. Nur die hier nicht, ne? Wo ist der Arzt? Na, egal. Gut, dann heil mal die Kanonen und dann würde ich sagen, gehst du mal wieder zurück. Auf an die Bäume. Handwerkerarbeit, Waldarbeit. So, die Ärztin nehme ich mal mit, glaube ich. Wie kann ich zu Diensten sein? Moment, ja, komm dann. Mach alle mal auf Team 1. Und marschiert mal ein bisschen nach vorne. Dann muss ich gleich nochmal den General Wellesley suchen. Wo ist er denn? General, wo bist du? Och, Wellesley. Jetzt versteck dich nicht so. Da ist er doch. Sir Arthur Wellesley. So, alles klar, die Kanonen. Gut, dann marschiert mal hier. Marschiert mal voran. Oh! Scharfschützen! Schaut euch das an, Leute! Da waren Scharfschützen, die haben direkt die Ärztin platt gemacht. Ja, super. Scharfschützen hat er. Ach was, Leute. Ja, Scharfschützen sind heftig. Die können Infanterie mit einem Schuss platt machen. Wie ihr gesehen habt. Scharfschützen sind ziemlich heftig. Die kamen aber... Kamen die nicht erst im Weltkrieg? Die Scharfschützen... Da ist schon wieder ein Scharfschütze, ne? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der blöde Scharfschütze hier? Man sieht die nicht. Man sieht nichts, ne? Die sind getarnt. Das ist das Problem, Leute. Da ist er.
Da oben. Oi! Okay. Oh. Oh, oh, das ist so viel. Okay, König, komm da raus. Ach, du Heilige. Bombarden. Ach, du Scheiße. Leute, das reicht doch. Oh. Der König ist wieder tot. Verdammt. Boah, scheiß Könige. Wirklich, die nerven. Die nerven. Weil die immer als Erster voranlaufen müssen. Und ich muss wieder dahin laufen. Ah, Mann, Leute. Habe ich das nicht gespeichert eben? Naja, gut, egal, Leute. Wisst ihr was? Dann macht das einfach doch mal. So, bauen noch mal einen Bürger bitte. Und der kann bitte hier oben hin. Los. Verdammt. Oder nee, Quatsch, gar nicht wahr. Ich habe doch da oben schon einen, oder? Ja, ich habe da oben schon einen. Alles klar, Leute. Oh Mann. Ihr seid doch... Das ist so behämmert, wirklich. Aber gut. Ja, dann baue ich gleich nochmal die... Die halt tatsächlich die Kanonen. Ach, die halt sogar die spanischen Rebellen. Okay. Aber die... Die kann sie nicht heilen. Ja, das ist... Komisch, warum sie die eine Kanone heilen kann und die andere nicht. Aber gut. Gut, der hat also Scharfschützen. Gut. Habe ich nur... Habe ich noch andere... Das reicht. Ein Reiter reicht, weil die Scharfschützen sind ein Witz gegen Reiter. Gut, dann mach die Scharfschützen weg. Ja. Dann machen wir die Scharfschützen platt. So, seht ihr das? Die haben keine Chance gegen Reiter. Die Scharfschützen, die haben keine Chance. Nur gegen Infanterie. So. Ihr werdet alle sterben, Leute. So. Da ist noch einer. Einfach wegmachen. So. Ich habe Panzerschutz, Leute. So. Da hinten weitergehen. Da ist nämlich noch einer. Alles klar. Gut, der Bürger, der kann das Krankenhaus hier kurz aufbauen. Waren das alle? Das waren schon alle, oder? Na, da hinten. Alles klar, ich hab's gesehen. Ich hab die, die Gaswolke von der Knarre gesehen. Alles klar, Leute. So. Wellesley, komm mal nach vorne. Ah, oh, die Bürgerin, die braucht so lange mit dem Kack, ne? Das ist unglaublich. Gut, aber egal. Sammelt euch mal hier. Los, Leute. Kanonen bitte. Ab nach vorne mit euch. Ah nein, warum baue ich denn... Warum baue ich denn das Krankenhaus, wenn ich die Kanonen schon nach vorne schicke? Ich Vollidiot. Ja, ich habe ein bisschen Zeitdruck gerade. Weil die Folge schon wieder 28 Minuten lang ist und wir haben eigentlich nicht viel erreicht. Aber gut, Leute, dann wird die halt ein bisschen länger, die Folge. Ist ja okay. So, dann halt euch mal schneller. Schneller, 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 schneller. Ich will die Schlacht gerne noch erleben hier. So, alles klar. Das ist Team 1. Das ist Team 2 der Wellesley. Und die Kanonen, die heilen sich immer noch. Oh mein Gott. Jetzt aber, ne? Ja, jetzt ist fertig. Sehr schön. Alles klar. Ja, wenn das direkt geklappt hätte, dann wäre die Folge auch nicht überlang geworden, aber so. Ich habe theoretisch noch eine Minute, aber ich mache jetzt diese Schlacht hier noch. So, Leute, dann auf die Franzosen. So, jetzt macht die kaputt, die Kacke. So, Leute. Oder wisst ihr was, dann seid ihr halt alle Team 1. Und der Wellesley, der so... Langsam, Wellesley. So. So, hier. Wellesley. Nein, nicht auf den Wellesley, verdammt. Die wollen wieder auf den Wellesley. Schaut euch das an. Die wollen auf diesen Kackkönig, ne? Das ist so dreist. Die wollen echt auf den König. Das ist so mies. So. So, Leute. Und ihr könnt jetzt euch weiter durchfressen hier. Los. Der König wieder, ey. Der König wieder, ey. Bombarden haben sie da. Aber wir haben bessere Technologie, Leute. Wir haben Kanonen.
Ach du Scheiße. Oh Gott, Reiter. Ja gut, Reiter gegen Kanonen ist scheiße. Oh nein, 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 nein. Rebellen, helft mir. Der ist langsam, ne? Die sind viel schneller, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Wellesley. Die ziehen sich zurück, Gott sei Dank. Ja, ich muss wieder eine Armee aufbauen, aber wovon denn? Leute. Ich habe gerade keine Ressourcen mehr. Um hier irgendwas aufzu... Habe ich das verkackt? Ich glaube, ich habe das verkackt, oder? Hier sind... Nee. Nee, hier ist Talavera. Ja gut, aber... Ich habe keine Ressourcenfelder. Das... Nee. Das ist gerade ein bisschen blöd, muss ich sagen. Dezent scheiße, ja? Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, ich überlege mir das beim nächsten Mal. Dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.